Hallo Leute, ich bin's wieder, der Daniel. Vielleicht kennt man sich schon. Falls nicht, dann lasst gerne mal ein Abo da. Und herzlich willkommen hier zu einem neuen Faktenvideo auf meinem Kanal. So, kreatives Intro, check. Heute habe ich insgesamt 10 Fakten über Mrs. Cole für euch parat. Und da der ein oder andere davon sehr interessant ist, wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß beim Zuschauen. Los geht's! Fakt Nummer 1. Bei Mrs. Cole handelt es sich um die Leiterin von Wools Waisenhaus in London. Eben jenem Waisenhaus, in dem Tom Riddle, aka Lord Voldemort, aufwuchs. Fakt Nummer 2. Mrs. Cole erhielt kurz vor Tom Riddles Geburt im Dezember 1926 eine Stelle im Waisenhaus und war zu diesem Zeitpunkt selbst noch ein junges Mädchen. Fakt Nummer 3. Darüber hinaus wurde Mrs. Cole in den Filmen wesentlich älter dargestellt als in den Büchern beschrieben. Im Film war sie um die 50 bis 60 Jahre alt, während sie in den Büchern als um die 30 beschrieben wurde. Fakt Nummer 4. Gespielt wird Mrs. Cole in Harry Potter und der Halbblutprinz von der britischen Schauspielerin Imelda Brown. Ins Deutsche synchronisiert wurde sie von Marina Köhler. Fakt Nummer 5. In den Büchern spricht Mrs. Cole Dumbledores Namen während seines Besuchs mehrfach falsch aus und nennt ihn zum Beispiel Dunderbore oder Dumbarton. Im Film spricht sie den Namen zwar richtig aus, liegt aber auch daran, dass das Aufeinandertreffen der beiden aus den Filmen herausgeschnitten wurde, wo ihr der Fehler im Buch passierte. Weiter geht es mit Fakt Nummer 6. Ach so, hab ich noch nicht erwähnt, aber ja, Mrs. Cole selbst war ein Muggel. Fakt Nummer 7. Obwohl Muggeleltern oder Muggelerziehungsberechtigte erfuhren, wenn eines ihrer Kinder magische Kräfte besaß, waren sich die Angestellten von Wools Waisenhaus und damit auch Mrs. Cole selbst nicht über die magische Welt im Klaren. Und das, obwohl eines ihrer Ziehkinder, Tom Riddle, magisches Blut besaß. Fakt Nummer 8. Es gibt auch noch eine Angelica Cole innerhalb der kanonischen Harry Potter Geschichte. Diese war eine Hexe und Gryffindor-Schülerin von Hogwarts in den 1980er Jahren. Ob sie allerdings mit Mrs. Cole verwandt war, ist unbekannt. Fakt Nummer 9. Geboren wurde Mrs. Cole im Jahre 1908, jedoch ist unbekannt, ob bzw. wann sie verstarb. Und zu guter Letzt Fakt Nummer 10. Optisch wurde Mrs. Cole als eine hagere, erschöpft aussehende Frau beschrieben. Sie hatte ein eckiges Gesicht, welches wohl eher ängstlich als mürrisch aussah. Ja, das waren meine 10 Fakten über Mrs. Cole. Wenn es euch gefallen hat und ihr den ein oder anderen Fakt noch nicht kanntet, würde ich mich riesig über einen Daumen nach oben und vielleicht ein Abo auf meinem Logo an der Seite freuen. Wie immer findet ihr viele weitere Faktenvideos zu Wizarding World unten über die Playlist. Und in diesem Sinne euch allen einen schönen Tag, macht was draus und bis zum nächsten Mal. Ciao Leute!